What is up, guys? I'm bringing you a tutorial on how to synchronize the music and the sniper shots of a montage. Sir, aber jetzt nicht ich, oder? Hallo, mein Name ist Marky und anscheinend habe ich genau an diesem Tag heute vor 10 Jahren mit YouTube angefangen. 10 Jahre Qualitätscontent. Ich habe nämlich tatsächlich meinen allerersten Kanal MRKY am 12.04.2011 gegründet. Hab da auch noch einige Videos drauf, die kann ich jetzt leider nicht alle zeigen, weil halt Copyright und sowas. Aber alles fing an am 12. April 2011, an dem ich mir dachte, hey komm Marky, schneid doch einfach mal irgendwelche Call of Duty Clips zusammen. Ja, das hab komplett ich damals als kleiner Hosenkacker geschnitten. 1, 2, 3 Jahre sind vergangen und ich dachte mir, hey komm, irgendwie dieses Call of Duty zusammenschneiden, das ist es nicht. Jetzt wird es Zeit für das Neues. Und dann ist dieser Kanal gegründet worden. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer Marky und ich bringe euch ein neues Commentary heute. Mein erstes auf meinem neuen Channel, Marky kommentiert. Gut, da habe ich also jetzt schon 1, 2 Jahre YouTube gemacht und irgendwann dachte ich mir, hey komm, Real Talk, wieso setze ich mich nicht vor die Kamera? Die Qualität wird steigern, der Content wird besser und ich bin mir safe sicher, es ist besser geworden. Was? Ja, gut. Nach einigen Videos ist, oh Mann, irgendwie geht es in die falsche Richtung. Ich bin Justin Bieber. And I was like, baby, baby, baby. Bitte was? Das kann ich doch nicht sein. Das kann ich gut. Das kann ich doch nicht erklären. Ich kann doch nicht hochladen. Das kann ich doch nicht machen. Ich dachte, wir machen hier so ein Video, so emotional. So, yo, ey, ich mach seit 10 Jahren YouTube. Guck mich an. Bam, Alter, ich zieh durch. Ich bin so ein geiler Typ, Mann. Aber es muss doch besser werden, oder? Es muss doch besser werden. Ich habe mich weiterentwickelt, ich bin besser geworden, die Videoqualität ist gesteigert und irgendwann kamen die ersten Abonnentenerfolge und das musste zelebriert werden. Doch nicht so schon wieder, mit abnormal, wir blendet nicht an. Wisst ihr, was ich unglaublich unreal finde? Ich habe am 22.10.2015, also vor 6 Jahren ungefähr, eine Parodie hochgeladen auf InScope 21, sein 1 Million Abonnenten-Special. Und es ist wirklich geisteskrank, sich jetzt zu überlegen, damals, ich, 2015, ich hatte nicht mal 10.000, ich hatte 10.000, 20.000 Abonnenten, ich weiß es gar nicht mehr. Und damals war das unerreichbar und jetzt sitzen wir hier mit fast 2 Millionen Abonnenten. Auf meinem Weg habe ich auch immer und immer mehr neue Freunde kennengelernt, immer mehr neue Leute, euch Zuschauer, ihr, die, vielleicht gibt es noch welche, die seitdem damals gucken, die immer noch dieses blöde Gesicht sich reinziehen können. Und mit einer der ersten Personen, die ich jemals kennenlernen durfte, damals war Evanjo. Ja Leute, ich bin auch am Start, der Evanjo. Heute machen wir wieder ein Duel-Commentary auf seinem Channel zusammen. Wahrscheinlich freut ihr euch drauf. Alles klar, jeder wird sich freuen. Wir haben damals zusammen Call of Duty Videos aufgenommen, uns gut verstanden, deswegen Evanjo, ey, an dieser Stelle Dankeschön. Heutzutage immer noch der aller echteste. Ich küsse dein Herz, Evanjo, Dankeschön für alles. Danke für alles, Evanjo. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Der Lauf ging weiter, man lernt immer neue Leute kennenlernen und dann ist mit die zweite Person auch mit reingekommen, mit der ich mich immer noch heutzutage, die ich immer noch einen Bro nennen darf, und zwar Esken. Digga, hau rein. Alles klar, auf jeden Fall, Leute, bei mir war das so. Und auch ohne ihn hätte ich so viel in meinem Leben nicht erreicht, deswegen auch an dich, Brudi, ich danke dir von Herzen, Mann. 10 Jahre später sitzen wir hier und ich kann sagen, ich habe keine Ahnung, wie wir hier gelandet sind. Aus einem Hobby, was ich einfach nur machen wollte, um Spaß zu haben, um meine Kreativität ein bisschen zu fördern, Videos zusammenzuschneiden. Ich wollte mich nicht mal selber zeigen damals. Aus dem ist all das hier geworden. Und ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich dafür bin, dass ihr mir wirklich zuschaut, wie dankbar ich bin, überhaupt eine Community besitzen zu dürfen, haben zu dürfen. Und wie dankbar ich bin, dass ihr alle ein Teil von meinem Leben seid und, so blöd es klingt, wirklich ihr quasi mein Leben ausmacht. Ohne euch würde ich nicht hier sitzen. Ohne euch wäre nichts so, wie es wäre. Und deswegen möchte ich mich wirklich mal höchstpersönlich bei allen bedanken, die meine Videos einfach anschauen. Egal, ob ihr ein Like da lasst, egal, ob ihr abonniert habt, egal, ob ihr jetzt gerade neu dazuschaut, egal, ob ihr jemals in eurem Leben kommentiert habt, an alle, die jemals diese Videos angeklickt haben, möchte ich einfach Danke sagen. Dankeschön, dass mein Leben so ist, wie es ist. Und Dankeschön, dass ihr existiert. Ohne euch wäre ich nicht mal zu einem einzigen Prozent hier. Ohne euch wäre nichts von all dem möglich. Und für immer, ich werde euch immer in meinem Herzen tragen. Und ihr werdet immer
in diesem Herzen bleiben. Und da möchte ich mich auch noch bedanken bei einer Person, Mann, die, ohne die ich nichts geschafft hätte, auch die mir so viel geholfen hat, und zwar Akin. Akin von Anfang an dabei gewesen, hat mich immer unterstützt, hat mich immer supportet. Wir haben Challenges zusammen gedreht, wir haben Videos zusammen aufgenommen. Er hat mir bei Instagram-Bildern geholfen, bei ungefähr allem jemals. Also auch ein riesiges Dankeschön, auch an alle anderen natürlich, ne, wenn ich jetzt hier nicht lauter Namen, es haben mir so viele Leute geholfen, bitte fühle dich nicht ausgegrenzt. Ich kann meine Dankbarkeit nicht in Worte fassen. 10 Jahre existieren wir jetzt zusammen auf YouTube und ich habe keine Ahnung, wo uns der Weg noch hinführt. Wirklich, Dankeschön. Ach ja, und übrigens, ich habe auf Instagram jetzt gerade ein Bild gepostet, wie ich ausgesehen habe, wo ich YouTube angefangen habe. Ohne Cap, mit 12 oder 11 Jahren. Wer sehen will, folgt mir auf Instagram, MarkeyTV. Ich habe es wirklich gemacht, ne? Also no joke, es ist online.